Zähnen. Ich sehe schon ein bisschen verwuschelt aus. Wir haben schon den Tag so gut wie hinter uns. Es ist schon abends. Was ist das da? Jesus, sag es nochmal, was du eben gesagt hast. Ja, wir machen jetzt einen spontanen Urlaub. Und zwar von jetzt auf gleich. Das heißt, wir müssen jetzt hier Sachen packen, Schatz. Justus! Morgen früh geht's los zum Strand. Dann wird der ganz doll Sonnenschein. Ich habe es geschafft, noch einen Platz, einen richtig tollen Platz in einem schönen Hotel zu buchen. Justus hat mir eine Überraschung gemacht. Gleich los. Glaubst du das? Er ist eigentlich ein Mensch, der keine Überraschung machen kann, weil er sich immer verplappert. Ja, weil aber diesmal war es für mich selber sehr kurzfristig. Ich wusste es bis gestern ja auch nicht. Justus, also, du bist aber richtig bei mir. Ich liebe dich, mein Schatz. Ja, also du weißt ja, wir hatten eigentlich keinen Sommerurlaub geplant, weil China war ja gerade erst. Ja. Deshalb haben wir gesagt, erst in den Herbstferien wieder. Und jetzt plötzlich kommt Justus mit so einer Nachricht. Auch nicht lange, nicht? 4 Tage. Ja, das ist schon lang, finde ich, oder? Ausreichend also Kurzurlaub, ja. Bis ich ein Sonnenbrand habe und ich mich verkriechen muss. Und dann so ja, das dauert da keine 5 Minuten, Justus. Ja. Dafür brauchen wir keine 4 Tage. Erst kriege ich mich nicht ein. Und wenn ich dann endlich dann merke, es ist noch nicht, also ich werde langsam rötlich, dann creme ich mich ein, damit ich auch ein bisschen braun abkriege. Nach 5 Minuten. Das ist meine Strategie. Nicht? Was für eine Strategie ist das denn? Apropos Sonnencreme müssen wir einpacken. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich über die Sachen gestolpert. Das nehmen wir auch alles mit? Ja, wir brauchen eine Tasche. Ja, wir brauchen eine Tasche, wir brauchen einen Koffer. Kinder haben oben schon gepackt und sind auch noch nicht im Bett. Wer kommt da runter? Wer kommt da? Elisa. Elisa Schnublinchen? Elisa, du Schnubbi? Ich will ein Creme. Die Creme nehmen wir mit, ne, Elisa? Morgen in Urlaub. Fahren wir an den Strand. Wie cool ist das? Ja, genau, diese Sachen habe ich schon mal rausgeräumt. Das sind die ganzen Badesachen, Badelatschen. Ich hoffe, Justus hat seine Badehose auch dabei. Ich denke immer nur an die Sachen für die Kinder. Und manchmal bleibt der Justus auf der Strecke. Er räumt jetzt gerade noch so ein bisschen den Garten auf, weil wir müssen ja das Haus auch so picobello möglichst verlassen. Also die Surfbretter. Ja, die nicht. Also der Kofferraum wird wieder richtig voll werden. Auch wenn es nur 4 Tage sind. Oh, ich freue mich so sehr darüber. Also die letzten Tage hatten wir nicht so schönes Wetter. Und genau morgen, wenn Justus gebucht hat, soll es richtig schön werden. Aber das wollte ich dir zeigen. Das hat die Clara gemalt. Kommt dir das Bild bekannt vor? Also als Justus das gesehen hat, meinte er, also irgendwoher kenne ich das. Und ich habe gleich erkannt, was es ist. Und zwar hat ja Clara in ihrem Zimmer Bilder von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Und die Clara hat das nachgemalt. Und ich finde, das hat sie richtig schön gemacht. Ein Häschen, wie das so schnüffelt. Dem Schmetterling entgegen. Mega süß, hab mich total gefreut darüber. Was macht denn der Justus da? Was macht der denn da? Räumst du noch Garten auf oder was machst du? Ja, also Pflanzstecken ist sonst cool. Ach so. Justus ist nass geworden. Da müssen wir noch so ein bisschen abdecken. Pferde zumachen, meine Schaukel zumachen, Muschel zumachen. Auch wenn es schönes Wetter werden soll. Oh, ich habe noch etwas. Ganz, ganz wichtig. Gerade weil es ja die nächsten Tage so heiß werden soll, müssen wir unbedingt heute nochmal das Beet gießen. Ganz wichtig. Unser schönes Gemüse. Ich hoffe, das geht nicht ein über die Tage, an denen wir jetzt nicht da sind. Das wäre viel zu schade, denn wir haben letztens erst eine Kohlrabi gegessen aus unserem Hochbeet. Und die war so saftig. Also die war bestimmt 99% Wasser. Sowas kennt man ja gar nicht. Also die, die man kauft, sind ja schon nicht ganz so wässrig, so extrem saftig, sondern eher so ein bisschen trocken, knusprig. Oh Mann, ich bin so voller Vorfreude. Ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Also wo es hingeht, weiß ich natürlich schon. An den Strand, aber Justus hat ja dieses Mal auch das Hotel gebucht. Hat er das schon mal gemacht? Ich glaube, bisher habe ich immer die Hotels gebucht. Deshalb weiß ich dieses Mal gar nicht, wie es aussehen wird. Er meinte, es ist irgendwie so ein Eckzimmer oder so. Also wenn wir da sind, mache ich dir auf jeden Fall eine Roomtour. Ich hoffe, es ist schön. Und ich habe noch ein Problem, weil Justus ja nicht Bescheid gesagt hat und dass ich fahren wir morgen weg.
Der Kühlschrank ist noch super voll. Also ich habe gerade erst eingekauft und das wäre so schade, gerade um die frischen Sachen. Mein Chinakohl sieht immer noch so aus wie beim letzten Mal, als ich die Feiernudels gemacht hatte. Und ich wollte den zumindest so ein bisschen weiter aufbrauchen. Deshalb wollte ich mir jetzt spontan um 21 Uhr nochmal eine Ramen machen. Feiernudelsuppe, wie man das auch nennen mag, damit zumindest ein paar frische Sachen wegkommen. Wie ich das mache, das kennst du schon, deshalb werde ich die dabei jetzt nicht mitnehmen. Kannst du dir gerne das Video dazu angucken? Schreib mir mal, ob du das schon nachgemacht hast. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hast du ja schon nachgekocht. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Justus nascht gerade. Guck mal, das haben wir gepflückt unterwegs, als wir spazieren waren. War da einfach so ein Baum am Wegrand? Genau. Von einem Nachbarsgrundstück hing die auf den Weg. Und das heißt, nein, ja, dann darf man die sich ja dann klauen. War doch ein offizieller Platz. Das war ja kein Privatgrundstück oder so. Nein, das war ein offizieller... Also ja, ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir diese... Sind das Pflaumen? Wir wissen nicht, was das ist. Wir brauchen aber diesen Baum doch, unbedingt im Garten. Mirabellpflaumen oder sowas, ne? Auf jeden Fall sollen sie wohl super lecker sein. Ich habe sie nicht gegessen, weil ich... Die schmecken wirklich, wirklich, wirklich gut. Gib mir mal kurz. Ich werde wahrscheinlich auf der Zunge allergisch dagegen sein. Ja, voll schade. Sehr wahrscheinlich. Aber auch die Kinder mögen die total gerne. Deshalb werden was wir jetzt machst du hier gerade für eine Suppe? Öfters mal da spazieren gehen. Kocht ja schon, ne? Ja, sieht lecker aus. Sieht lecker aus? Ja, hast du das wirklich gesagt? Wenn du das Grünzeug da rein tust, dann sieht das auch. Ja, das Grünzeug kommt natürlich Hauptsache, auch mit rein. Hauptsache, du tust da nicht irgendwie was Fischiges rein. Was wolltest du da rein tun? Krebs? Das brauchst du ja nicht essen. Ja, der Geschmack von dem Krebs geht ja dann da rein. Ich mag nicht so gerne dieses Meeresfrüchte. Das ist so ein Popler. Der popelt dann. Was ist das? Und was ist das? Und die leckersten Sachen popelt ja, deshalb raus. Die Frage, warum kannst du nicht zwei machen? Deshalb ergänzen wir uns auch so gut, weil ja, das, was er nämlich immer auf dem Teller liegen lässt, das esse ich dann mit Genuss auf. Genau. Und du lässt nie was liegen, deshalb kriege ich davon nichts ab. Soll ich dir was machen? Ja, aber bitte ohne... Ja, dann muss ich zwei unterschiedliche Pots machen, oder wie? Weil du Interpetente bist. Ich probiere es. Meine Nudeln sind fertig, geht der Marukizuki. Sieht fast genauso aus wie beim letzten Mal. Ich habe nur heute, glaube ich, ein bisschen zu viel Soße drauf gemacht. Also zu viel Wasser. Aber das verdampft jetzt noch so ein bisschen und dann... Ich hab's lecker essen. Wir sind fast fertig. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Also die Kinder haben Koffer. Ja, wir sind wieder viel zu spät dran, als wir eigentlich geplant hatten. Das hier ist mein Koffer. Also hier habe ich die ganzen Badesachen, nicht Bade, sondern Hautpflegeprodukte drin. Ja, das ist wichtig. Das muss immer mit. Dann ja noch Klamotten. Ich habe ganz viele rote Kleider mit. Das finde ich total schön im Moment. Und das kommt jetzt zu und... Laptop nehme ich auch mit. Ich möchte nämlich Videos für dich schneiden. Mein kleiner pinker Koffer, ich liebe ihn. Hast du auch einen Kopf mit dabei? Ja, ich habe alles mit dabei jetzt. Mal richtig außer Atem. Warum müssen wir eigentlich immer so hetzen? Ich verstehe das nicht. Was heißt hetzen? Dass wir das nicht gebacken kriegen, dass wir einfach ganz in Ruhe irgendwie... Wir haben alles ganz in Ruhe. Wir haben ja ganz viel vorgepackt schon gestern Abend. Und jetzt sind wir endlich fertig. Jetzt komm. Auf jetzt. Ja, Schuhe anziehen. Die Kinder sind schon alle im Auto. Justus, zieh bitte sommerliche Schuhe an, ja, mein Schatz. Du hast mir doch mal Model gespielt. Diese Dinger. Justus, revolutionär. Aber du brauchst auch normale Schuhe, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen laufen und so. Diesen Korb nehmen wir auch noch mit. Da sind so ein paar Essenssachen drin zum Naschen. Also wir sind ja jetzt nicht ewig lange unterwegs, aber... Irgendwie versucht man dann alles zu denken, damit jeder, vor allen Dingen die Kinder, immer gut ausgestattet sind. Hier ein kleiner Einblick in unseren Kofferraum. Wir nehmen natürlich wieder unseren Kinderwagen mit. Elisa ist auch da, genau. Elisa möchte am Strand schlafen und wir wollen auch wieder lange Spaziergänge machen. Und die Muschel haben wir mit, wir sind revolutionär. Wir versuchen es dieses Mal, ob wir damit durchkommen. Dann die beiden Koffer und meiner kommt auch noch dazu. Irgendwie wird das hier noch gestapelt. Und der Korb kommt noch dazu. Ich habe gerade eben gesehen, dass Justus seinen Laptop-Tisch dabei hat. Warum hat er seinen Laptop-Tisch dabei? Und natürlich auch Justus' Arbeitssachen. Wir sind bereit. Justus muss noch Navi eingeben. Wo geht es überhaupt hin? Ich bin da. Ja, Elisa ist da, na klar. Ich auch. Ja. Alle sind da, ne? Ja.
Auf geht's! Wir sind so aufgeregt, Papi! Ich wollte Bescheid sagen, dass wir angekommen sind. Wir haben uns versteckt, also wir sind direkt an den Strand gegangen, weil wir noch nicht ins Zimmer durften. Wir waren ein bisschen zu früh dran. Um 15 Uhr dürfen wir erst ins Zimmer und so lange bin ich in der Muschel drin. Also, es gibt hier zwei verschiedene Bereiche. Einmal den Nicht-Muschelbereich und einmal den Muschelbereich. Wir haben uns jetzt hier eine riesige Muschel hier eingebaut. Die ist ja viel besser als so ein Strandkorb, habe ich jetzt gemerkt. Also hier kann man sich richtig schön hinlegen. Und was ist denn, Elisa? Elisa spielt da gerade, es ist super voll hier am Strand. Ich kann hier eigentlich überhaupt gar nicht vloggen. Elisa hat sich aber eine Burg gebaut und Johann und Clara sind ganz hinten. Da gibt es so eine Hüpfburg. Richtig toll, im Wasser drin direkt. Wenn wir dann gleich ins Zimmer dürfen, dann zeige ich dir auf jeden Fall noch eine Roomtour. Wir sind da! Jetzt auch endlich im Hotelzimmer. Ich bin jetzt als Einzige hoch, habe schon mal die ganzen Koffer hochgetragen. Also nicht hochgetragen, es gab so ein Wägelchen zum Schieben. Die Kinder sind noch unten mit Justus zusammen am Strand. Das ist gleich direkt hier unten. Also man muss quasi nur 5 Schritte gehen, dann ist man schon am Strand. Richtig toll. Ich wollte jetzt eine kleine Roomtour machen. Also das ist eins der Zimmer. Justus hat nämlich 2 bestellt. Okay, das ist die Tür. Also hier kommt man rein und dann hat man hier erstmal Stauraum. Ja, genau. Safe. Dann kann man seine Jacken und alles aufhängen. Das ist immer ganz praktisch. Wir haben ja immer ganz viel Zeug. Also hier ist direkt auch nochmal so ein. Also man hat richtig viel Stauraum. Das ist gut. Da werde ich gleich mal die ganzen Koffer reintun, die ich jetzt einfach nur hier hingeschmissen habe. Dann ist hier in der Ecke erstmal das Bad. Ich mache einmal Licht an. Es ist auch übersichtlich, aber sehr schön. Riesiger Spiegel. Wirklich sehr, sehr groß. Hier ist noch so ein kleiner Spiegel. Und hier sind noch so ein paar Sachen, womit man sich dann pflegen kann. Föhn gibt es auch, aber da haben wir unseren eigenen mitgebracht. Der ist immer am besten. Und dann gibt es hier noch eine Duschbadewanne in einem. Das ist auch immer sehr, sehr praktisch mit den Kindern. Ob sie jetzt duschen wollen oder baden, können sie dann hier zusammen machen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt unser Zimmer ist oder das andere. Hier geht es erstmal weiter, jetzt in das richtige Zimmer. Hier ist noch ein großer Spiegel. Dann hat man da einen Schreibtisch mit Fernseher und noch ein Spiegel. Hier ist Justus Laptop-Tablett. Habe ich direkt auch schon mit nach oben gebracht. Oh, Minibar. Wollen wir mal reingucken? Das wird jetzt zu meinem typischen in die Minibar gucken. In China mussten wir ja auch in die Minibar gucken, was es da gab. Da gab es ein paar andere Sachen, oder? Als so hier in Europa. Also hier gibt es einmal ungekühlte Sachen, ein paar Snacks und noch Getränke. Aber ich glaube, das hier sieht so nach einem Kühlschrank aus. Ja, es gibt auch gekühlte Getränke. Sehr, sehr lecker. Hier kann man sich dann auch bedienen. Dann ist hier noch so eine kleine Sitzecke mit Obst. Wir haben hier 2 Äpfel, eine Birne, kann ich leider nicht essen. Ach, das ist ja süß. Hier sind ja auch so Kindersachen. Also hier gibt es einmal so ein Malbuch und nochmal so ein Rätsel. Haben das extra hingelegt, weil wir mit Kindern gekommen sind. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde das total süß, dass es hier liegt. Das ist süß, das wird der Elisa gefallen. Es fehlen nur noch die Stifte. Wir haben, glaube ich, keine Stifte dabei. Das ist unsere Aussicht. Ich glaube, wir gehen einmal raus, oder? Können wir einmal gucken. Also wir sind hier übrigens im 6. Stock. Oh, ich traue mich nicht näher da an die Klippe. Also ich sage dir das jetzt so, okay? Also wir sind jetzt nicht auf Strandseite, sondern wir sind genau auf Parkseite. Aber ich finde das trotzdem schön. Und die Möwen hört man. Schön. Hier kann man draußen auch noch ein bisschen sitzen, wenn man möchte. Dann geht das hier wieder rein. Und das ist noch, ja, das große Bett. Ich hoffe, es ist gemütlich. Ich muss aber gucken, ob es gemütlich ist. Mein Bett muss nämlich immer schön weich sein. Das ist das, was mir in China gefehlt hat. Weil die Betten in China so mega hart sind. Oh, die Kissen sind so schön arrangiert. Die will ich jetzt gerade nicht kaputt machen. Oh, es ist super weich. Ja, yeah, ganz Dank. Ja, das ist weich. Das ist schön.
Bademäntel gibt es hier auch. Es gibt nämlich hier noch so einen Spa-Bereich. Da kann man hingehen, aber Justus und ich schaffen das eigentlich nie oder machen das nie. Weil wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, dann weiß ich nicht, sind wir mit den Kindern unterwegs. Es gibt jetzt zwar auch so eine Betreuung für die Kinder, habe ich eben unten gesehen, auch so mit Programm und alles. Aber Justus und ich, weiß nicht, wir sind gerne immer zu fünft unterwegs. Ja, und das war's vom ersten Zimmer. Gehen wir ins andere rein. Justus hat richtig, richtig toll mitgedacht, denn das ist eine Verbindungstür. Ich liebe solche Zimmer mit Verbindungstür. Da hat man die Kinder immer gleich nebenan, ohne irgendwie in so einen Flur zu müssen. Die Tür lassen wir dann auch offen, wenn wir dann schlafen abends. Und wenn irgendwas ist mit den Kindern, dann können sie immer gleich rüber. Also hier ist auch die Eingangstür. Hier ist das Badezimmer. Mal gucken. Jo. Ist auch mit Badewanne. Hier bin ich. Also bisher sieht es genauso aus wie drüben. Ich glaube, die beiden Zimmer sind einfach nur spiegelverkehrt. Könnte das sein? Wir gucken mal weiter. Hier. Ja, sieht genauso aus wie drüben, oder? Obwohl hier so ein paar weniger Kissen sind. Also ich freue mich total. Justus hat dieses große Doppeldurchgangszimmer bekommen, obwohl wir sehr, sehr kurzfristig waren. Justus hat ja echt erst vorgestern gebucht und gerade zu dieser Hochzeit im Moment. Und bei dem Wetter war das echt knapp, glaube ich. Wir haben echt Glück gehabt. Aber am Strand ist es rappelvoll, also wirklich, man liegt da so eng an eng neben anderen Menschen. Und da habe ich auch schon wieder Zuschauerinnen getroffen, also viele Grüße auch wieder von hier. Ich freue mich immer total darüber. Johann und Clara haben auch gleich Spielgefährtin gefunden. Ich wollte jetzt einmal auspacken und zwar diesen Koffer hier. Elisa hat mich nämlich ganz nass gemacht unten und sie braucht jetzt doch ein Shirt. Also sie war jetzt bisher nur in ihrem Bikini. Natürlich komplett eingecremt und alles, aber die Sonne ist heute so prallig, dass es doch besser ist, wenn man noch was anhat. Ich finde das so krass. Die meisten liegen da ja wirklich in der prallen Sonne. Schreib mir mal, ob du auch so jemand bist, der sich da wirklich komplett braten lässt, ohne jeglichen Sonnenschutz. Also ich meine jetzt Schirm oder Muschel oder sowas ähnliches. Und da sind auch ein paar, die ganz schön rot sind. Ich weiß nicht, macht das dann diesen Menschen nichts aus, dass sie dann so verbrennen? Das sieht schon so aus, als würde es wehtun. Vielleicht bin ich auch nun wieder nur so, ne? Sonnenschutz und so, ganz wichtig und so. Ich bin die ganze Zeit wirklich nur in der Muschel drin. Habe meinen Sonnenhut auf, meine Sonnenbrille ist noch im Auto, haben wir da vergessen. Holen wir aber später, wenn wir essen gehen. Denn hier, achso, habe ich überhaupt erzählt, wo wir sind? Am Timmendorfer Strand sind wir. Hier gibt es einen richtig, richtig leckeren Chinesen. Ich weiß nicht, ob ich dir den heute auch noch zeigen kann. Wenn wir da heute noch hinfahren, dann zeige ich dir das. Das letzte Mal waren wir schon dort, es war so lecker. Und normalerweise findet man nicht so leckere Chinesen. Leckere Chinesen. So, das Schildchen nehme ich ihr mit zum Umziehen, denn sie hat jetzt nur ein Kleidchen an und das ist schon nass. So eine kurze Hose kann ich auch noch mitnehmen. Das hier kann sie das anziehen. Das haben wir ja gerade neu gekauft. Das passt gut. Warte mal, guck mal. Oh, wie süß. Passt richtig gut von den Farben. Das ist ja eins unserer Shirts, einer Mami-Seelen-Shirts. Wir haben uns alle gerade fertig gemacht, schon geduscht, ganzen Sand einmal abgewischt. Kennst du das, wenn man so am Strand ist mit Sonnencreme, dann ist man so voll klebrig und voll sandig und so. Und das haben wir einmal alles abgewaschen. Ich lasse die Haare jetzt auch so. Ich bin da. Ich werde das nicht... Elisa ist auch da, genau. Ich werde das jetzt nicht föhnen, weil es ist heute super heiß. Und wir wollen jetzt weitergehen zum Chinesen. Wir wollen jetzt essen. Elisa hat Hunger. Ja, und da waren wir auch schon mal dran. Elisa, was sagst du denn? Zu Schüchchen anziehen? Ich möchte zeigen. Was möchtest du zeigen? Elisa möchte dir noch was zeigen, okay. Vorsicht. Ja, das ist ja das Zimmer jetzt von den Kindern, haben wir entschieden. So, den Kindern gefällt es gut. So viel besser. Ja. Okay, Elisa, wollen wir los? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Wir sind jetzt da. Das ist der Chinese. Wo gehen wir hin? Das war doch der Chinese. Das schmeckt lecker. Geh mal rein, mein Schatz. Jawohl, ich hinterher. Ich muss was hochheben. Geht das? Ja. Mit Baby? Ich muss aus dem Ruhe aussteigen.
kommt mir gerade sehr ungewollt auf. Aber ich trage sie wohl. Super. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Platz, weil wir haben nicht reserviert. Und da war das letzte Mal schon so beliebt, weißt du noch? Mhm. Ganz schön voll gewesen. Das Essen ist da. Also das ist jetzt Hauptgang. Sehr lecker, das Urteil. Das ist auch Hauptgang. Johann hat sich lecker. So eine Nudelsuppe bestellt. Vorspeisen haben wir schon gegessen. Da gab es auch richtig leckere Sachen mit Jause und so. Und jetzt essen wir das. Guten Appetit. Lecker. Wir sind total voll gefuttert. Und ich schwitze, weil es so scharf ist. Guck mal, ich habe jetzt Johanns Suppe genommen, so weil die scharf ist. Das ist das nicht ist scharf, das ist super lecker. Hier, kannst du probieren. Also morgen wollen wir in den Hansa Park. Da geht es dann nicht an den Strand, sondern ja, die Kinder freuen sich schon drauf. Wir auch. Und die nächsten Tage machen wir dann wieder Strand. Mal gucken. Also auf jeden Fall haben wir volles Programm wie immer. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.